Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Bernhards. Heute nehmen wir euch gerne mit und zeigen euch den Entstehung von einem Bild von mir. Von Anfang an, das heisst, wenn ich die Referenzfotos von der Carol mache, wenn ich es nachher mit Bleistift auf die Leinwand übertrage, wenn ich es nachher male, das Bild auch mit Ölfarbe. Und ja, bleibt dran. Jetzt haben wir den schwarzen Hintergrund aufgestellt, den wir nachher brauchen, um Fotos machen von der Carol. Schwarz aus dem Grund, weil meine Bilder sowieso im Hintergrund meistens schwarz oder dunkel sind. Dann kann ich mir das gerade so vorstellen, wenn der Hintergrund schon schwarz ist. Eine Seite beleuchtet, das heisst nur ein Licht von einer Seite, eine Lichtquelle. Und das aus dem Grund, weil ich es eigentlich ziemlich in dem Stil habe, wie ich da schon meine Skizze gemacht habe, wo meistens einfach von einer Seite beleuchtet ist. Und ja, ich würde gerne etwas in diesem Stil machen, auf Leinwand. Dazu habe ich einfach ein normales iPhone, das ich brauche. Polarisierende Linse, die ich drauf tue, dass es ein bisschen mehr Kontrast gibt. Und ja, füllen wir an. Jetzt habe ich das Bild, das ich gemacht habe, von Carol in der Photoshop reingetan. Ich habe ein Raster hinterlegt hinter das Ganze, dass ich Anhaltspunkte habe. Und ja, jetzt drücken wir das aus und dann tun wir es auf die grosse Leinwand übertragen.
die Entstehung von einem Bild von mir, der ganze Prozess vom Fotografieren bis zum Skizzieren bis zum Malen. Ich würde mich über einen Kommentar auf jeden Fall freuen von euch, wie es euch gefallen hat, und ja, bis zum nächsten Mal.